Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema mit der JLU ins Ausland, Studium und Praktikum weltweit. Mein Name ist Maike Röhl, ich bin im Akademischen Auslandsamt der Uni Gießen zuständig für die Beratung Studierender, die genau das machen möchten. Ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, um Ihnen Lust zu machen, sich auf dieses Abenteuer Auslandsaufenthalt im Studium einzulassen. Ja, und vielleicht vor allem diejenigen von Ihnen zu überzeugen, die bisher sich noch nicht ganz sicher waren. Studium ist ein perfekter Zeitpunkt, aber dazu sage ich auf jeden Fall noch was in den kommenden 15 Minuten. Ja, wir würden gerne anfangen mit einer Geschichte, und zwar Johannas Geschichte, weil für Sie ist es, glaube ich, immer am schönsten, wenn Sie sehen, das haben ganz, ganz viele schon vor Ihnen gemacht. Johanna studiert Medizin und nachdem sie viele Semester Corona-bedingt zu Hause am Schreibtisch gesessen hat, ist sie dann mit dem Hessen-Queensland-Programm für ein Semester nach Australien gegangen. Und sie sagt unter anderem, ich kann jedem, dem sich eine Chance wie diese bietet, nur ans Herz legen, sie wahrzunehmen und sie zu ergreifen. Ihr werdet es nicht bereuen, im Gegenteil. Ja, und diese Fotos hat sie tatsächlich selbst gemacht in ihrem Auslandssemester in Australien. Ich denke, das spricht absolut für sich. Und ich lasse das mal ganz kurz wirken, verbunden mit der Frage, wie könnte ihre Geschichte aussehen? Wie könnte ihr Abenteuer Ausland aussehen? Es ist nie zu spät, fast nie zu spät, wenn man noch studiert, das anzufangen. Und dazu wollen wir uns jetzt unterhalten. Und uns auf den kommenden Folien mit diesen Themen beschäftigen. Alles recht kurz, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Warum sollte man denn überhaupt ins Ausland gehen im Studium? Was kann man denn da machen? Was bietet die JLU speziell an? Zum Beispiel an Programmen, aber auch an Fördermöglichkeiten. Und ja, worauf muss man denn so bei der Finanzierung und bei der Planung dann auch achten? Das wird sehr oberflächlich, weil wir nur 15 Minuten haben. Aber schon mal der Hinweis, wenn man dann Interesse hat, dann kann man das alles auch vertiefen und Sie können zum Beispiel zu mir in die Beratung kommen, um dann, sage ich mal, das komplette Paket zu bekommen. Am Anfang werden ganz, ganz viele Fragen auf Sie einprasseln und vielleicht auch relativ unkoordiniert. Was kann man denn eigentlich im Ausland machen? Was bringt mir das? Mit welchen Ländern, mit welchen Hochschulen kooperiert die JLU denn eigentlich? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie kann ich mich vorbereiten? Und natürlich, wer berät mich bei Fragen? Das ist völlig normal und es ist auch ganz wichtig, diese Fragen zu stellen, damit Ihre Auslandserfahrung wirklich ein Erfolg wird. Ja, wir im Akademischen Auslandsamt, aber natürlich auch die vielen Kolleginnen und Kollegen an den Fachbereichen und Instituten, die für die Abwicklung von diesen Austauschen zuständig sind, wir helfen Ihnen dabei, dann Ordnung in dieses Chaos zu bringen und eben diese Fragen zu beantworten. Wir fangen an mit der Frage, warum? Warum ist das eine unglaublich wertvolle Erfahrung? Wir haben jetzt schon Johanna gehört, aber es gibt natürlich noch ganz viele weitere Gründe, warum man das machen sollte. Sie werden ganz unglaublich dramatisch Ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Und zwar nicht nur im akademischen Umfeld, sondern natürlich auch im privaten, im Alltag, im echten Leben, nicht nur im Hörsaal. Das ist unglaublich wertvoll, auch wenn Sie keine Sprache studieren. Sie lernen natürlich auch ein anderes Hochschulsystem kennen. Sie lernen andere wissenschaftliche Methoden kennen, andere Lehr- und Lernumgebung. Und das bringt Ihnen für Ihr späteres Leben in jedem Fall was. Und ganz oft natürlich eben auch für die Karriere, für den Beruf. Ja, wenn Sie jetzt ein Praktikum machen zum Beispiel, dann sammeln Sie natürlich auch Arbeitserfahrung in einem internationalen Team. Sie finden vielleicht raus, was Sie auf keinen Fall machen möchten. Oder Sie finden vielleicht raus, was Sie machen möchten. Ja, nicht zuletzt ist natürlich total spannend, mal ein anderes Land, eine andere Kultur kennenzulernen und da wirklich einzutauchen, zu gucken, was sind denn so die Fettnäpfchen, was sind die Stolpersteine, wie muss ich mich hier verhalten, damit ich quasi erfolgreich bin. Sie treffen Leute aus der ganzen Welt, sie knüpfen Netzwerke überall, sage ich jetzt mal, und sie erleben vielleicht wie Johanna auch ganz, ganz besondere Momente an einem Ort, wo andere vielleicht nur Urlaub machen. Ne? Ja, und bei ihr ist es so gelaufen und allen anderen, die ich eigentlich kenne, auch so. Bei mir ist es selbst auch so gelaufen. Ich war damals in England zum Auslandssemester. Ja, sie machen einzigartige, unvergessliche Erfahrungen und sie finden ein zweites Zuhause ganz woanders auf der Welt.
was kann man alles im Ausland machen? Es gibt natürlich ganz viele Sachen, aber ich zähle mal so die Klassiker auf, die man während des Studiums machen kann. Einmal das ganz klassische Auslandssemester, zum Beispiel an einer Partnerhochschule. Das machen die meisten Studierenden. Dann taucht man, wie gesagt, wirklich mal ein in ein anderes Hochschulsystem, in das Studierendenleben, in einer anderen Kultur und verbessert ganz nebenbei auch noch seine Fremdsprachenkenntnisse. Sie können aber natürlich auch ein Praktikum machen. Das muss man sich in der Regel selbst organisieren. Da kann man sich dann bei einer Firma oder einem Unternehmen oder auch einer anderen Einrichtung seiner Wahl bewerben und bekommt so schon Einblicke in das internationale Arbeitsleben. Was wir auch immer häufiger erleben, ist, dass Studierende zu Forschungszwecken ins Ausland gehen. Das heißt, viele von Ihnen, die vielleicht hier auch an ihrer Abschlussarbeit schon sitzen oder quasi nebenbei Sachen recherchieren, auch das kann man im Ausland machen, wenn Sie zum Beispiel ganz wichtige Daten sammeln müssen, die Sie hier in Deutschland vielleicht gar nicht kriegen. Ne? Wenn Sie jetzt Meeresbiologie machen und Sie möchten an Korallen forschen, dann bietet sich vielleicht an, doch mal ganz woanders hinzufahren und das dann vor Ort zu machen. Also da gibt es ganz abenteuerliche Sachen, die man machen kann im Ausland. Ja, wenn man jetzt noch nicht so richtig entschlossen ist, ob man wirklich ein ganzes Semester weg möchte oder wirklich 4 bis 6 Monate, dann kann man auch einfach mal mit einem kürzeren Aufenthalt anfangen, zum Beispiel eine Exkursion, wird oft von den Fachbereichen angeboten oder auch einer sogenannten Winter- oder Summer School. Das sind dann intensive fachliche Seminare, in denen man auch CP erwerben kann mit Studierenden aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und das kann man auch häufig in der vorlesungsfreien Zeit machen. Das ist so der grobe Überblick über das, was man machen kann. Und damit Sie schon mal einen Überblick bekommen, wo die JLU auch überall Partnerhochschulen hat, habe ich heute auch die Netzwerkkarte mitgebracht. Und Sie sehen hier, dass es gewisse Regionen gibt, in denen die JLU besonders viele Partnerhochschulen hat. In anderen Regionen ist die JLU vielleicht weniger vertreten. Das heißt aber nicht, dass Sie da nicht auch hingehen können. Ne? Manchmal muss man vielleicht ein bisschen mehr Eigeninitiative mitbringen, um da dann was zu organisieren. Und manchmal gibt es eben schon ganz langjährige Partnerschaften, Kooperationen und bewährte Austausche, wo Sie sich dann eben auch für einen Platz bewerben können. Das wichtigste Programm, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben sollten, ist das Erasmus-Programm. Allein im Erasmus-Programm gibt es über 200 an den einzelnen Fachbereichen angesiedelte Austausche. Das heißt, wenn Sie innerhalb von Europa einen Austausch machen wollen, dann haben Sie da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auf dieser Folie sieht man so ein bisschen, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber man soll so ein bisschen verstehen, dass es nicht nur ein Programm gibt und auch nicht nur eine Deadline, sondern es gibt eben verschiedene Programme, die an verschiedenen Stellen an der JLU abgewickelt werden, teilweise über die Fachbereiche und Institute, teilweise zentral bei uns im Akademischen Auslandsamt. Das heißt, wenn Sie Interesse haben an einem Auslandssemester, ist es wichtig, sich erstmal zu informieren, welche Informationen brauche ich, welche Optionen habe ich, wo wird der Austausch überhaupt abgewickelt, wo muss ich mich bewerben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen Sie am besten zu mir in die Beratung, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben den Überblick verloren oder es gibt einfach zu viele Optionen. Und dann können wir gemeinsam schauen, was für Sie möglich wäre. Wenn es dann soweit ist oder Sie haben sich vielleicht schon entschieden, dann ist Finanzierung natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und auch hier möchte ich als allererstes wieder das Erasmus-Programm nennen, mit dem die EU eben Studierendenaustausch innerhalb von Europa vor allem ermöglicht, mit ganz, ganz, ganz viel Geld, muss man sagen. Und mit Erasmus können Studienaufenthalte und auch Praktika gefördert werden. Das heißt, wann immer Sie sich unsicher sind, was die Finanzierung anbelangt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich erstmal über das Erasmus-Programm zu finanzieren. Es gibt aber noch viele weitere Austausche und auch viele weitere Finanzierungsmöglichkeiten. Die werde ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, nur dass Sie es mal gehört haben. Es gibt den Deutschen Akademischen Austauschdienst, den DAAD, der sehr, sehr viele Stipendien für Studierende ausschreibt, die ins Ausland möchten. Es gibt zum Beispiel spezielle Stipendien für Studierende, die in die USA möchten, über die Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission und so weiter. Und ganz wichtig natürlich auch das Auslands-BAföG, dass man eigentlich
auch unabhängig von Noten zum Beispiel immer beantragen kann. Ne? Das ist daher kein Stipendium im eigentlichen Sinne, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch für Sie ein Auslandsstudium zu finanzieren. Ja, wenn es dann so ein bisschen konkreter wird, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch ein paar Punkte noch zu beachten. Meistens muss man mehrere Bewerbungsfristen im Auge behalten, zum Beispiel für den Platz an sich, dann für die Finanzierung. Ja, man muss vielleicht an verschiedenen Stellen Dokumente und andere Sachen einreichen. Manchmal geht das dann auch alles ganz schnell und man merkt, der Reisepass ist aber abgelaufen und man muss das noch organisieren oder man muss vielleicht noch eine Impfung organisieren, wenn man jetzt ein bisschen weiter weggeht. Also da ist es wichtig, sich auch beraten zu lassen, unsere Infoveranstaltung zu nutzen, dass man wirklich eben nichts verpasst in diesem Ablauf. Wenn Sie jetzt zum Studium an eine Partneruni gehen, dann ist es auch wichtig, dass Sie sich da Kurse auswählen. Im besten Fall können die Kurse auch angerechnet werden hier auf Ihr Studium. Das ist eine tolle Sache. Sie können also im Ausland auch CP erwerben. Sie können aber auch die Zeit nutzen, um ein bisschen links und rechts zu gucken und vielleicht irgendwas ganz Spannendes mal zu belegen, was hier gar nicht angeboten wird. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall auch empfehlen. Im besten Fall ist es so eine Mischung aus beidem, dass man ein paar CP im Ausland macht, aber eben einfach auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagt. Dann gibt es natürlich noch eine sprachliche Vorbereitung. Sie wollen vielleicht irgendwo hin, ja, wo Sie doch Französisch oder Spanisch brauchen und Schule ist dann schon noch ein bisschen länger her. Und dann können Sie sich vorbereiten, indem Sie zum Beispiel hier an der JLU am ZFBK einen Sprachkurs absolvieren. Auch das sollte man auf dem Schirm haben. Häufig reicht Englisch natürlich, aber nicht immer. Und wenn es dann wirklich konkret wird, dann muss man vielleicht sich eine Wohnung suchen oder einen Platz fürs Wohnheim beantragen. Man muss ein Visum beantragen, man braucht vielleicht eine spezielle Krankenversicherung fürs Ausland, aber das kommt dann alles so nach und nach und wir unterstützen Sie natürlich auch in dem Prozess. Ja, zum Ende vielleicht noch ein paar Fun Facts eigentlich vielleicht zu unserer Arbeit, die vielleicht auch einen kleinen Einblick geben in unsere Arbeit am Akademischen Auslandsamt, die ja überwiegend auch sehr, sehr spannend ist und sehr viel Spaß macht. Zum Beispiel allein im Jahr 2023 wurden an der JLU über 2 Millionen Euro für internationalen Austausch eingeworben, damit man vielleicht auch mal so eine Hausnummer hat. Wie viel Mittel wir auch einwerben für eben das internationale Hin und Her. Und im letzten akademischen Jahr 2022 waren über 400 Studierende mit der JLU im Ausland. Auch das ist eine recht beachtliche Zahl. Und ja, ich hoffe, dass Sie zu den Nächsten gehören, die das machen. Das Land mit den meisten Kooperationen ist übrigens Spanien. Hier haben wir insgesamt 35 Partnerinstitutionen. Also da haben Sie die freie Auswahl, fast über das ganze Land verteilt, natürlich je nach Fachbereich. Ja, was auch immer ganz gerne so untergeht oder vielen gar nicht klar ist, in anderen Ländern gibt es natürlich auch andere Semesterzeiten. Auch das ist wichtig bei der Planung. Erstmal recherchieren, wann fangen denn die Semester im Ausland oder an der Partneruni überhaupt an? Passt das denn hier? Habe ich da vielleicht noch eine Prüfung? Was muss ich eigentlich alles organisieren, damit ich dann auch rechtzeitig dort dann anfangen kann? Ne? Auf der Südhalbkugel zum Beispiel beginnt das akademische Jahr schon im Februar. Direkt nach unserem Wintersemester in der Regel. Das ist dann oft ganz, ganz knapp. Manche Studierende, die zum Beispiel nach Australien gehen oder nach Kolumbien, die sitzen dann 3 Tage nach der letzten Klausur im Flieger. Das ist dann auf jeden Fall spannend. Ja, Sie können mich gern kontaktieren, wenn Sie Beratungsinteresse haben. Ich habe regelmäßige Sprechstunden. Sie können natürlich mich auch per E-Mail kontaktieren. Das ist recht einfach, mobility@admin.uni-gießen.de. Und dann können wir gerne einen Termin zur persönlichen Beratung ausmachen. Aber folgen Sie uns gerne auch auf der MyJLU-App oder schauen Sie einfach, welche Veranstaltungen wir anbieten. Am Ende nochmal zurück zu Johanna. Sie hat wirklich unglaublich viel mitgenommen und sie wird sehr, sehr lange noch davon profitieren. Ich habe letztens noch mal mit ihr gesprochen. Es war wirklich ein Traum für sie, der in Erfüllung gegangen ist. Und
Ja, jetzt würde mich interessieren, welche Geschichte Sie erzählen wollen und ob Sie das für sich auch wahr machen wollen, weil es wirklich einen das ganze Leben lang begleitet. Sie können natürlich auch, wenn Sie dann aus dem Ausland zurückkommen, einen kleinen Beitrag leisten, wenn Sie möchten, und dann auch Ihre Geschichte an andere JLU-Studierende weitergeben. Zum Beispiel, indem Sie mal einen Erfahrungsbericht machen in unserer Veranstaltung oder ein kleines Testimonial, das wir dann auf der App veröffentlichen. Es gibt also viele Möglichkeiten, dann auch wieder was zurückzugeben, um andere Studierende zu motivieren. Ich habe jetzt selber nicht auf die Uhr geschaut, aber das war's. Danke. Ja, Johanna hat Medizin studiert und war daher sehr am Ende des Studiums. Es kommt immer auf den Studiengang drauf an. Wenn man jetzt im Bachelor-Master-System studiert, dann haben wir oft das fünfte Semester im Bachelor oder das dritte Semester im Master. Grundsätzlich eignet sich fast immer das Wintersemester besser, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, mit den überschneidenden Semesterzeiten. Also Gedanken machen vielleicht anderthalb Jahre im Voraus und dann tätig werden, konkret bewerben muss man sich meistens bei Studienaufenthalten zwei Semester im Voraus mindestens. Ne? Genau. Praktika kann auch mal kurzfristiger gehen. Das kommt dann sehr auf den Arbeitgeber drauf an. Es gibt Leute, die sagen, können Sie in zwei Wochen anfangen. Und es gibt Praktikumsstellen, wo man auch ein bis anderthalb Jahre Vorlauf einrechnen muss. Finanzierungsmöglichkeiten gibt es in jedem Fall. Gerade Praktika in Europa können auch mit Erasmus gefördert werden. Also, und wir sprechen von sowas wie 750 Euro im Monat Stipendiums, also wirklich nicht schlecht. Aber man muss erstmal den Platz selber finden. Es gibt schon auch Programme, die dann quasi einen Platz und ein Stipendium vermitteln, aber die sind auch oft sehr fachspezifisch. Da kommt es dann ein bisschen darauf an, was man studiert, ob es ein passendes Programm gibt, wo eben auch der Platz mit vermittelt wird. Ja, das ist eine super Frage. Der Vorteil ist ganz, ganz groß. Sie zahlen keine Studiengebühren. Das ist der erste große Vorteil. Wenn Sie einen Erasmus-Platz nutzen, dann haben Sie gleichzeitig auch ein Stipendium. Also mit jedem Erasmus-Platz ist auch ein Stipendium verknüpft. Wenn es jetzt kein Erasmus-Platz ist, weil es zum Beispiel ein USA-Programm ist oder eben außerhalb Europas, dann kriegt man erstmal nur den Platz, aber man zahlt eben keine Studiengebühren. Und Sie werden natürlich in der ganzen Abwicklung und Administration dann von uns oder vom Fachbereich auch betreut. Das ist der zweite große Vorteil. Also einfach ins Veranstaltungsprogramm mal auf unsere Seiten oder auch über den JLU-Kalender, da sind alle unsere Veranstaltungen drin. Wir machen jedes Semester Veranstaltungen zu Erasmus, wo wir auch teilweise die ehemaligen vernetzen miteinander mit den künftigen. Also wir machen eigentlich zu allen Programmen, zu allen Bereichen Veranstaltungen.